Moin Leute, willkommen zum 11. Part von Let's Play Dragon Ball Budokai. Nein, nicht das Spiel. Dragon Ball Budokai Adventure. So. Punkt, kurz aus. Ja, im letzten Part haben wir erfahren, dass Großmeister Piccolo erschienen ist. Und ja, wir brauchen einen Boden, glaube ich. Wenn ich mich nicht recht erinnere, um Krillin zu retten, weil Krillin wurde nämlich üblerweise getötet. Wenn ihr genau wissen wollt, wie das dazu kam, dann könnt ihr gerne noch den letzten Part gucken, bevor ihr diesen Part weiterguckt. Ich hätte es vielleicht vorher sagen sollen, aber Leute, die das Let's Play gucken, haben auch wahrscheinlich die letzten Parts geguckt, gehe ich mal stark davon aus. Das war mal wieder so ein richtiger Genius-TK-Satz. Das ist genauso wie Leute, die das Spiel kennen, kennen das Spiel. Wer diese Anleihe kennt, außer Masa, ist gut. Der hat auch meine alten Projekte. Oder ist schon sehr lange dabei. So, wollen wir nochmal. Wir sind hier halt in dieser Höhle gefangen. Oder sieht aus wie eine Labyrinthhöhle sogar. Ich weiß jetzt nicht genau, was sich erwartet. Aber wir werden das irgendwie herausfinden. Auf jeden Fall haben wir einen Extra-Link gefunden. Das ist schon mal was ganz Tolles. Nicht hier haben. Der macht uns hier noch komplett alle. Genauso bin ich dich. Ich möchte euch alle hier nicht haben, aber ohne Gegner wäre das Spiel langweilig. Was ist hier unten denn? Ein Hundi. Hallo Hundi. Und ein bisschen Leben. Das nehme ich natürlich gerne entgegen, wenn sie es mir schon so breitwillig in die Hand drücken. Okay, hier sind diese Drohnen. Das sind gerade so ein bisschen alte Gegner. Okay, da habe ich verkackt. Na gut, dann neuer Versuch. Und wir dürfen wieder von hier starten, was ganz nett ist. Ich bin übrigens seitdem irgendwie froh darüber, dass überhaupt ein Part kommt, weil ich habe gerade Stardew Valley für mich entdeckt. Das ist gerade ein kleines behyptes Spiel, glaube ich, auf YouTube sogar. Fast. Nicht gesprungen. Das macht echt Spaß. Also, ich bin ja großer Fan der Harvest Moon-Reihe, wenn ihr es noch nicht wusstet. Ich habe, glaube ich, mal ein Let's Retro dazu gemacht. Und das war's auch. Ich würde gerne ein Let's Play zu machen. Das Problem an Harvest Moon ist halt, dass das Spiel nach einer Zeit sehr gleich wird. Also, es wiederholt sich sehr viel. Und da habe ich schon wieder verkackt. Wir gehen hier noch Game Over an dieser Stelle. Ich gehe mal davon aus, dass wir sogar noch Game Over gehen. Das ist wahrscheinlich nicht mal ein Spaß. Also, ihr wisst, wie ich bei solchen Szenen reagiere. Vor allem, wenn ich jetzt locke. Oh, da unten ist eine. Okay, das ist interessant. Da unten könnte man sich noch retten. Aber auch wahrscheinlich überall. Klar, warum sollte man das auch unnötig leicht machen? Da hätte er mich fast ausgenockt. Aber was? Okay. Naja, wenigstens sind sie so nett und geben die am Anfang wenigstens ein. Ich würde dich gerne töten, dankeschön. Geschafft. Oh Gott. Jetzt hätte ich noch mal gerne ein Goku. So, hep. Ah, ein Apfel. Apfel? Hast du es überlebt? Nee, du bist durch die Wand gefallen. Okay, dann hast du es nicht überlebt. Na, du hättest es überlebt, wenn du einen Apfel getroppt hättest. So eine Szene schon wieder. Hatten wir das nicht schon mal? Ich muss wahrscheinlich hoch. So wie das aussieht. Was?
perfekt. Und Burger. Mir gefällt dieses Level-Konzept nicht. Aber hier kann man anscheinend so weitergehen. Oh Gott. Alte Gegner. Dann kommt bestimmt auch meine alten Freunde wieder. Okay. Also ist das... Ach, so eine Geschichte ist das. Okay. Aua, aua, aua. Das hat weh. Wie haben wir dich damals noch besiegt? Ich weiß es gar nicht mehr. Fein, ich habe Angst vor den nächsten Gegnern. Autsch. Das habe ich gnadenlos verkackt. Na gut, nochmal. Komm her, Jumpju. Ah, da haben sie mich erwischt. Und irgendwie... habe ich mich nicht auf Lautlos gestellt. TK ist mal wieder total der professionelle Let's Player. Jetzt habe ich nur das Maser nicht... mich anschreibt, weil das... ich gerne erstatte, was das Maser ist. Sieht ihm einfach ähnlich. Das war irgendwie cool. So. Dann ist es Jumpshoe. Heute nicht. Na, da hat er mich. Und weiter geht's. Ah, ein extra Leben. Hui! Ich habe ein extra Leben gekriegt. Und ein bisschen Leben. Ein bisschen mehr Leben wäre noch netter. Aber gut. Will ich mal nicht. Aua. Da ist noch mehr Leben. Ey! Ihr seid fies! Ein bisschen Leben wäre voll nett. Ja, dafür habe ich erstmal, glaube ich, Unverwundbarkeit. Ein bisschen Leben. Und nochmal. Cool. Ach, nett. Und noch mehr. Schön, dass ich mich ein bisschen auffüllen kann. Den harten Kämpfen. Aua. Aua. Bisschen Leben, bitte. Eine Kapsule. Die... ach! Nochmal erweiterte. Oh Gott. Nein! Arnold Schwarzenegger hat mich getötet. Das darf der einfach nicht. Essen, essen, essen. Hui. Noch zwei. Oh Gott.
Ah, gut. Irgendwie lockt das sofort aus. Das ist sehr schön. Das ist ein verdammt mächtiges Kamehameha, das du da hast, Goku. So, weiter geht's. Ein bisschen Burger. Den holen wir nochmal mit Alang. Aua. Noch mehr Burger. Also mein Leben, was ich gerade verloren habe, wiederkriegen. Und weiter geht's. Okay. Ich hab gedacht, das sind nur zwei Türen. Denn... okay, dann war die erste Tür. Und los. Wer kommt jetzt? Oh, Krillin. Oh Gott, nein, bitte nicht. Na gut, diesmal haben wir das über im Kamehameha drauf. Das macht es, glaube ich, leichter. Hoffe ich doch. Das ist echt verdammt mächtig. Gegen einen übermächtigen Ninja wie Linus einer ist. Bringt das anscheinend aber trotzdem nicht viel. Obwohl, wenn wir uns jetzt nicht dumm anstellen. Und er stellt sich dumm an. Das ist ja ohne Krillin. Mann, das war knapp. Na gut, wir haben ja noch zum Glück einen extra. Was mach ich da? Der Typ tut da aber trotzdem verdammt weh. Ich bedenke, dass das im Spiel noch einen schweren Modus gibt. Aber. Zwei Treffer wenigstens. Was ist das denn für ein fieser Move? Autsch! Du bist verdammt fies, Krillin. Darf ich dir das mal so anmerken? Nein! Nein! Bleib mir fern! Ah, danke schön!
blöd, Mann, ey. Ich hasse dich. Jessa. So. Wie geht's denn weiter? Okay. Das halt, ich komm nochmal komplett auf, das ist cool. Also habe ich jetzt anscheinend die normale. Die komplette Kraft, das ist cool. Ich bin überrascht, dass du noch lebst. Du bist wahrlich etwas Besonderes. Ich fühle, dass ich irgendwie verändert bin. Okay, nun werde ich das König Piccolo heimzahlen. Selbst ich lege meine Hand für dich ins Feuer. Tschüss, Überschallwolke. Weißt du was? Goku könnte durchaus gewinnen. Speichervorgang gespeichert. So. Dann sagen wir doch mal. Ciao, Schloss. Schwächling! Hehe, stopp! Guck mal, ob wir da noch was schaffen in diesem Part. Ich weiß nicht. Goku, das kann nicht sein. Du warst es, Assistentin Han. Aber ich war mir sicher, dich getötet zu haben. Verschwinde von hier, Goku. Verschwinde augenblicklich. Oh nein, du wirst nicht. Nachdem du mich derart geschlagen hast, kommst du mir nun bestimmt nicht. Einen Verrückten wie dich könnten wir nicht am Leben lassen. Trommel, töte ihn sofort. Trommel? Das ist ein cooler Name. Hehehe, stopp! Ach so, er kann supporten. Okay. Hab ich kein Problem mit. Ich bin auch schnell. Aber ich weiß nicht mehr, was der macht. Ich habe die Gegner komplett vergessen aus dem Anime und Manga. Und wer war das doch mal? War der gut? War der schlecht? Naja, dass er böse ist, habe ich ja jetzt gemerkt schon. Und dass er mir auch ein bisschen blitzt, ein bisschen Pikachu sein kann und hier, wie hieß der grüne Fuzzi aus Street Fighter? Der Blanka, glaube ich. Der auch noch. Der kann nämlich auch in seinen Kämpfen Blitze schießen und damit ist er tot. Und los. Oh, was seid ihr denn? Lustige Gegner, die ich töten kann. Ein Apfel, wie? So Leute, aber ich würde sagen, wir machen das im Rest im nächsten Part. Bis dann und tschüss, Leute.